Heute möchte ich euch die Tetrix 200 DC vorstellen. Die Tetrix 200 DC ist das kleinste Gerät aus der Tetrix-Gruppe. Zur Verfügung steht das Gerät mit der Komfort 2.0 Steuerung, wo man alle Ablaufparameter direkt auf der Steuerung einstellen kann, oder der Smart 2.0 Steuerung, die sich durch die einfache Bedienbarkeit und das übersichtliche Design auszeichnet. Ein weiteres typisches Merkmal der Tetrix-Gruppe ist, dass man die Geräte mit zwei unterschiedlichen Brennertasteranschlüssen ab Werk bestellen kann. Einem 5-poligen Anschluss oder ein 8-poliger Anschluss. Natürlich hat die Tetrix 200 DC auch die gleichen Funktionen wie die anderen Geräte mit den 2.0 Steuerungen, wie zum Beispiel Spot Arc und Spotmatic zum einfachen Heften, die unterschiedlichen Pulsfunktionen wie auch das Kilohertz-Pulsen und Active Arc. Da das Gerät mit einem 230 Volt Schuko-Stecker ausgestattet ist, kann es uneingeschränkt an einem Generator betrieben werden oder mit Netzleitungen bis zu 200 Meter. Mit dem werkseitigen Tragegurt lässt sich das Gerät perfekt von dem einen zum anderen Baustelleneinsatz transportieren. Als kleiner Tipp: In Verbindung mit dem gasgekühlten TIC 150 Brenner in der Dittelgriffschale ist es die perfekte Konstellation für einen Baustelleneinsatz oder den Privatgebrauch.